Heute möchten wir Ihnen zeigen, wie einfach das ETARI ET12FN auf Werkseinstellungen zurückzusetzen ist. Dies sollten Sie machen, wenn das Gerät mit einem starken Magnetfeld in Berührung kam oder wenn die Kalibrierung nicht richtig durchgeführt wurde. Wir schalten das Gerät mit Druck auf den Sensor ein und halten die Minustaste gedrückt, also die unterste Taste, bis das Gerät piepst und drei Nullen im Display erscheinen. Damit wäre das Gerät auf Werkseinstellung zurückgesetzt.